seit dem 15. Mai darf im Wirtshaus wieder gespeist werden. Dies ist mit dem Erlass der aktuellen Verordnung seitens der Regierung unter Einschränkungen wieder möglich. In Purkersdorf öffnete auch das Nikodemus wieder seine Tore. Das Nikodemus am Purkersdorfer Hauptplatz ist seit 250 Jahren im Familienbesitz. Und es hat sich seit Beginn der 90er Jahre zum Szenelokal entwickelt. Falco ist hier aufgetreten, Nena, Queen und natürlich alle Größen des Austropops, vom Wolferl Ambros über Georg Danzer bis Reinhard Fendrich. Nach dem Corona-Lockdown hat das Lokal nun seit 2 Wochen wieder geöffnet. Es waren 2 Wochen davor, die Geschäfte schon offen und man hat gesehen, das Leben in den Städten hat noch nicht so funktioniert, weil einfach die Leute auch gern essen gehen, auf ein Kaffeetscherl gehen dazwischen. Und Gott sei Dank ist es jetzt in Burgersdorf so, dass seit letzten Freitag auch die Kaffeehäuser, Eisgeschäfte, all diese Dinge wieder offen haben. Und man sieht auch, jetzt geht ein riesen Ruck durch die Stadt, die Leute sind zurück, es ist Leben in der Gemeinde, Gott sei Dank, so soll es sein. Es macht ein Lebensgefühl aus, dass man wieder gesellschaftlich sich treffen kann, dass man wieder sich austauschen kann. Es ist zwar ganz lustig, wenn man es hin und wieder per Videokonferenz macht und daneben sich selber ein Bier aufmacht oder ein anderes Getränk aufmacht. Es ist aber ganz was anderes, wenn man sich physisch treffen kann, gemütlich beisammensitzen kann. Es ist die Lebensader quasi von jedem Ort, wenn sich was bewegt, wenn man sich beim Wirten treffen kann und wieder gesellschaftliche Ereignisse hat. Dürfen sich jetzt die Leute auch trauen zu kommen? Weil es gibt ja noch immer Bedenken. Ja, unbedingt soll man sich trauen. Also es sind, glaube ich, die Sicherheitsvorschriften von der Regierung sehr, sehr gut, wir sagen, vorgeschrieben worden. Es halten sich alle Gastronomen in der Region sehr gut daran. Es gibt überhaupt keinen Grund, nicht in ein Gasthaus oder ins Kaffeehaus zu gehen. Speziell, wenn jetzt das Wetter so schön wird und die Leute in den Schanigärten sitzen können. Da ist ja Gott sei Dank gar keine Gefahr. Natürlich ist nicht alles wie gewohnt, das weiß auch Niki Neunteufel. Dennoch, die Einschränkungen sind gar nicht so groß. Wenn man das Lokal betritt, muss man noch eine Maske mithaben. Dann wird man von uns zum Tisch gebracht. Wenn man bei Tisch sitzt, darf man die Maske dann abnehmen und ist als Gast den Rest des Abends maskenbefreit. Wenn man im Garten sitzt, braucht man gar keine Maske, auch nicht beim Eintritt ins Lokal. Und ja, es gibt einen Tischabstand von 1 Meter zwischen den Gästen, sodass sich alle wohlfühlen und man nicht zu nahe kommt. Und meine Mitarbeiter und ich haben einen Gesichtsschutz. Das ist aber auch etwas, was gar nicht so wahnsinnig schlimm war, wie wir es uns im Vorfeld vorgestellt haben. Und eigentlich, das sind die groben Eckpunkte. Die Speisekarten sind foliert, Getränkekarten foliert. Es wird zum Beispiel jede Getränke- und Speisekarte nach der Benutzung sofort. Also wir haben da zum Beispiel, du siehst, viele Desinfektionsmittel, wird alles sofort wieder gereinigt. Nach jeder Benutzung des Tisches wird der Tisch neu gedeckt. Was gibt es sonst noch? Desinfektionsmittel beim Eingang, auf den Toiletten. Also es gibt wirklich überhaupt keinen Grund, nicht ein Lokal zu besuchen. Es sind alle Wirten in der Region gut gerüstet und man kann ohne irgendwelche Ängste und ohne schlechten Gewissen ein Lokal gehen. Wir bitten sogar darum.